das ist ein Skoda Lias 706 RTHP, also RT und HP, glaube für verstärkten Rahmen, CAS 25, auf Deutsch TLF, also Tanklöschfahrzeug 25. Der hat eine Pumpe hinten drin mit 2500 Litern pro Minute Fördermöglichkeit und einen 3500 Liter Wassertank sowie nochmal Zumischung von Schaum. Und dafür hat er noch einen Behälter von 200 Liter. Motor hat 160 PS, ist ein reiner Sechszylinder. Und Baujahr 1979. Ein schöner Oldtimer, eine schöne Oldtimer-Feuerwehr. Also bis vor 5 Jahren oder jetzt in 5,5 Jahren ist er noch in Einsatz gewesen, wurde dann nach Deutschland verkauft und vor einem Jahr habe ich ihn dann mir jetzt geholt. Genau, und jetzt steht er hier und wir können uns den mal angucken. Genau, und in absehbarer Zeit, also er ist dabei aufgebaut zu werden wieder. Genau, der soll wieder so im Originalzustand wieder erscheinen. Genau, wie er damals gelaufen ist bei der Feuerwehr, ne? Genau. So, dann würde ich sagen, gucken wir gleich erstmal hier rein. Weil das sieht ein bisschen anders aus als beim W50. Unten haben wir einen Druckluftanschluss. Dann haben wir hier eine Hupe. Mit Druckluft. Nicht schlecht. Ansonsten, ne? Hier haben wir die ganzen Sperren. Es ist ein Allrad, was es bei uns in der DDR nicht gab. Die Tschechen hatten auch die Fahrzeuge als Allradausführung. Genau, ja. Hier ist dann quasi der zuschaltbare Allrad. Sperre vorne, Sperre hinten. So, ich gehe mal rein. Sieht man schon. Hier haben wir ein Tesla-Gerät. Könntest du auch mal einmachen? Zumindest steht es hier drauf. Ja. Das ist so Signalanlage ist das. Okay, ja, können wir nachher mal machen. Mal spaßigshalber. Also das ist die AZD 500, so eine Signalanlage, ja. Probieren wir nachher mal durch. Gerne. Ganz viel Geld heutzutage. Ja, das glaube ich. So, ansonsten. Das hier ist für einen Motor aus, ne? Und für Motorbremse und Motorstock, genau. Genau. Also hiermit kann man dann während der Fahrt Motorbremse einstellen und dann ausmachen. Ja, dann einfach bloß der Auspuff quasi geschlossen und damit verstickbar. Genau, ja. Die Motorbremse gibt es ja auch bei moderneren LKWs noch. Mit der Auspuffklappe. Hier stellt man dann wie ein bisschen die Kühlerjalousie ein. Mit der Temperatur. Ansonsten, ne, ganz normal hier Anzeige. Übrigens hat eine vollhydraulische Lenkung. Gucken wir uns nachher nochmal an. Dann haben wir hier ganz normal Wassertemperatur. Ne? Dann Druckluft und Tank. Blinker und die ganzen Lichtinstrumente. Was bei dem interessant ist, ne? Das ist hier die Bremse, ne? Ist ganz schön groß. Und daneben hier das Gas, etwas kleiner geraten. Und hier haben wir die Kupplung. Achso, Schaltung, ganz normal, 5 Gang. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang. Der hat jetzt keine Untersetzung oder so. Ja, das Schaltungsschema haben wir auch sogar nochmal hier oben. Ist ja auch so bei der Feuerwehr gemacht, dass das einfach jeder fahren kann. Hier haben wir noch eine Lüftungsklappe. Und dann ist halt hier, im Gegensatz zum W50, wenn man mal guckt, der Motortunnel ist extrem lang und groß. Bei W50 hat man ja so eine 2 Sitzbänke hinten. Hier ist die zweite Sitzbank halt geteilt. Genau, da können nicht ganz so viele sitzen. Weil hier einfach der Motor ein bisschen größer ist. Gucken wir mal hier weiter. Kannst du auch hochklappen, da hast du dann verschiedene Öl hier mal drin gehabt, aber es ist alles leer. Genau, hier ist halt auch so ein Stauraum. Ja. Und wie gesagt, was halt krass ist, ne, wie weit der Motor hier reinreicht. Wenn man sich mal anguckt, den Motortunnel, das ist echt. Der ist lang. Auch schön die Lampe hier. Das ist so schöne 70er, 80er Jahresstyle. Die Polsterung hier, das könnte sogar noch. Das ist original, das ist mit Rosshaar. Noch, genau, wollte ich gerade sagen, das könnte sogar noch Rosshaar sein hier. Richtig originales Rosshaar. Schön. Naja, da werden hier 2 gesessen haben, dort nochmal 2. Dann hier. Das ist 7+1, also 8 Leute. 8 Leute, genau. Mhm. Und auch die Türen, der Klang, ne, das hat was.
So, dann gucken wir mal hier noch rein. Hier haben wir noch eine ehemalige Bestückungsliste. In Tschechisch. Also die Fahrzeuge müssen wir gleich erwähnen, die gab es nur in der Scheide, die Feuerfahrzeuge. In der DDR gab es die nirgends. Oder im Ostblock. Ja, die wurden nicht importiert, ne, in der DDR. Ja, und hier hast du auf jeden Fall hast du hier Anschlüsse gehabt, also für die Schlauchkupplungen, Adapterstücken, das sind auf jeden Fall was gewesen. Und ja. Genau, hier können wir das Wasser ablassen. Genau. Und hier waren dann noch halt Gerätschaften drin, ne? Hier oben ist noch ein kleiner Schlauch. Aber das ganze Inventar haben die halt rausgenommen, ne? Hier ist nicht mehr viel drin. Aber wie gesagt, das wird alles wieder zusammengesucht. Aber das wird eine Weile dauern, bis man das alles gefunden hat hier. Ja. So, gucken wir mal hier rein. Ja, hier sieht man schon, das müsste die Pumpe sein, oder? Das ist die Pumpe. Genau, kann man hier von der Seite sehen. Ein Teil davon, ja. Hier sieht man, die ist nicht mehr, da fehlt ein Schlauch, ne? Ja, da fehlt mehr, da fehlt der ganze Block da. Also ach so, okay. Vom Tank und so weiter und so fort, das ist alles da schon, aber noch nicht verbaut. Erstmal Kosserie in Stand setzen. Genau, erstmal das Wichtige machen, ne? Jetzt gucken wir mal hier drunter. Das ist schon ein ganz schöner Koloss hier. Wir haben auch noch mal so ein paar Details. Hier ist auch noch mal so eine kleine Bestückungsliste. Immerhin 85 km/h. Schild, ne? Also darf er nur fahren, fahrt über schneller. Was heißt Hasiki? Hasici. Hasici? Das heißt Feuerwehr. Ja. Tschechisch, okay. So, ich gehe mal hoch. Hier oben müssen wir auch mal gucken. Ja, das ist quasi der Tank, ne? Hast du den schon mal offen gehabt? Ja, ich muss aber immer. Wie gesagt. Mit Wellenbrecher drinne. Damit während der Fahrt, ne, das nicht so schwappt, ne? Ja. Ja, das ist mal ein Blick in den Tank, ne? Ja, muss auch alles gemacht haben. So sieht es hier innen drin aus. Etwas rostig, ist klar, ne? Mhm. Ja, ist kein Wunder. Ja, das Problem hängt damit zusammen, dass die Fahrzeuge nicht leer abgestellt wurden, sondern im Restwasser drin war. Und da ist das Problem, es rostet dann irgendwann. Ja. Ist halt kein Edelstahl, ne? Ist klar. Nee. Der ist Baujahr 79 war's, ne? Ja, 79. Genau, 79, ne? Da ist halt schon ein paar Jahre. Ja, 43 Jahre alt, ne? Was will man da sagen, ne? Da hat man dann halt diesen Zustand. Aber interessant ist, ne, auch das Blaulicht sieht. Ja. Mit einem so einem fetten Licht oben drauf. Ja, das ist kombiniert. Das also Blaulicht und unten drunter ist das Signalanlage, der Trichter. Und die haben auch drei Reflektoren, deswegen ist es so groß. Die haben drei Reflektoren drin in den rund um Leuchtturm. Ah, okay. Müssen wir, wie gesagt, nachher mal kurz ausprobieren. Geht ja alles noch, das ist ja das Schöne. Klar, ein bisschen rostig ist klar, aber es geht alles noch, das ist das Schöne. Ne? So, ich gehe mal wieder runter und dann gucken wir mal auf der anderen Seite. So, ich bin wieder unten. Wie man sieht, ne, hier kann man gut hoch. Haben sie extra einen Tritt gebaut. Genau, von hinten sieht er halt so aus, ne? Da ist jetzt nichts Besonderes. Anhängerkupplung haben wir, aber das ist so eine. Jetzt nicht so eine Standard-LKW an. Das ist einfach eine Bolzen-Anhängerkupplung, genau. Guck mal gleich mal noch hier rein. Einfach ziehen. Ja, danke. Hier ist die Pumpe. Hier sieht man eine Drehrichtung, ne? Aber wie gesagt, hier fehlen halt ein paar Anschlüsse. Und hier ist dann auch nochmal ein Ventil, ne? Zum Entleeren, oder? Ja. Und hier hat man in den ganzen Einstellen. Zum Einstellen hier. Also hier zum Beispiel, was es ab ist zum Beispiel ein Entlüftungsventil. Da wird der Unterdruck vom Motor genutzt, um Wasser anzusaugen, damit man dann von externem Wasser zuleiten kann, beziehungsweise fehlt hier noch eine Wendel, um die Pumpe noch eine Wendel, das war der Auspuff sozusagen.
um bei im Winter das, die Pumpe nicht einfrieren lassen zu müssen. Damit die immer schön warm ist, ne? Dann. Ja. Weißt du, für was das hier ist? Ich denke mir, dass es Gas ist. Ich kann es nicht genau sagen, dass es von hinten nochmal Gas ist. Gut, das würde Sinn machen, ne? Dass man noch ein bisschen Gas gibt, damit die Pumpe mehr Leistung hat. Ja. Und die Anschlüsse hier, ist das hier Licht? Das Licht. Das Licht, okay, ja. Müssen wir nochmal gucken. Also hier haben wir quasi Licht. Und auf der anderen Seite auch. Gucken wir mal rüber. Hier ist auch nochmal Licht. Genau. Ansonsten haben wir halt hier noch ein paar. Ah ja. Hier ist der Tank halt, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, noch ein paar Schläuche oder so, aber das ist nicht, das waren ja die Halterung für Sachen. Da ist bloß gerade nichts drin. Okay, schön zu sehen. So, gucken wir gleich mal noch auf die andere Seite. Genau, hier sieht es genauso aus wie drüben schon, ne? Eine Kralle. Wenn's rückjuckt. Genau. Hier haben wir auch noch die Bestückungsliste. So, hier gehen wir weiter. Hinten hat er Doppelbereifung. Das sind noch die guten alten Kama. Na gut, das wäre noch. Das ist ein tschechischer. Oder? Ja, okay. Das sind also russische Reifen. Hier sieht man übrigens schön die Welle, die vom Motor nach hinten geht, um die Pumpe anzutreiben. Geht einmal komplett durchs Auto durch, ja. So, und hier ist halt die andere Seite, ne? Hier haben auch wieder die Bestückungsliste. Hier ist der Tank drunter hier zum Beispiel. Der Tank vom... Der Dieseltank. Der Dieseltank. Also wenn man tanken will, muss man bis hier hin. Nicht schlecht. Bisschen versteckt. Normalerweise hat man es ja irgendwie, dass man von außen rankommt. Hier ist halt so, ne? Und hier haben halt noch andere Feuerwehrausrüstung, die halt drin war. Schließt noch gut. So, gucken wir noch mal kurz hier drüben rein. Auch noch mal Bestückungsliste. Und was zum Festhalten, dass man gut reinklettern kann. Genau, und so sieht es hier drin aus. So, jetzt haben wir mal die Motorabdeckung hier abgenommen, damit ihr auch mal seht, was hier für ein Motor drin ist. Sechszylinder Reihendiesel. Das hier drüben ist die Wasserkühlung. Ne, das geht dann hier weiter. Hier weiter vor. Zum Kühler. Dann haben wir hier die ganzen Einspritzdüsen und Leitung dazu. Da unten ist die Einspritzpumpe. Hier. Mit Kraftstoffpumpe. Und hier haben wir eine Doppelfilterkombination für einen Dieselfilter. Also das Ding ist ein ganz schönes Monster hier, muss man mal sagen. Ist kein Wunder, dass der hier so weit reinragt. Dass ihr das mal so anguckt. Hier drüben ist dann übrigens Luft, ne? Und dort der Nippel, da kommen wir nachher noch dazu, das ist die Kaltstartanlage. Zeige ich euch gleich noch. Da muss ich bloß einmal auf die andere Seite rüber krabbeln hier. Genau, also hier sieht man, ne? Echt ein riesen Motor. So, okay, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite und zeige euch mal die Kaltstartanlage. Gut, jetzt gehe ich mal hier vorne auf den Beifahrersitz. Erstmal sehen wir, hier haben wir noch eine kleine Lüftung. Das ist die Heizung. Also die Heizung, genau. Heizung, so noch ein paar. Das ist der Regler von der Lichtmaschine, das silberne da. Okay. Genau, und hier oben haben wir dann nämlich die Kaltstartanlage. Die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Also, ich hatte euch ja gerade schon gezeigt, ne, hier bei dem Monster von Moto haben wir hier so einen Anschluss. Der hat quasi keine Flammglühstartanlage, sondern der hat das so gelöst, ja. Hier hat man einen Behälter, kann man aufschrauben. Und da kann man sowas wie Starterspray reinfüllen. Und dann hat man hier eine Pumpe. Und dann muss quasi der Beifahrer
dann erstmal pumpen. Der pumpt das dann hier rein. Da wird es ja eingespritzt. Ja, und dann hat man sowas wie Starterspray. Starterspray bei Skoda. Funktioniert so. Sehr interessant. Gut, okay. Also, da haben wir das soweit schon mal hier alles soweit gesehen. Da würde ich sagen, bauen wir erstmal alles wieder zusammen und dann gucken wir uns mal noch die Blaulichtanlage an. Na, die war auch noch besonders. Die ist hier vorne. Das machen wir jetzt. Also erstmal Rundumleuchte muss an sein. Und jetzt schalte ich das Sondersignal an. Achtung! So, und jetzt kommen wir zum Starten. Jetzt fahren wir mal kurz runter. Was musst du machen zum Starten? Irgendwas Spezielles hier? Vorschlüssel reinstecken. Genau, der Druckknopf. Gas geben. Der Sound ist natürlich herrlich. Also hier wird mal ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, der wackelt ganz schön. Aber wenn man so guckt hier, läuft relativ ruhig. Da muss man ganz schön lenken, ne? Achso, die Handbremse ist mit Ratsche, ne? Das heißt, man muss mehrmals ratschen. Man muss mehrmals ratschen, damit die Handbremse auch funktioniert. Alte Ratschenhandbremse. So, schön. Also, ich hoffe, euch hat die Mitfahrt hier gefallen und die Vorstellung. Ein sehr schönes, ausgefallenes, tolles Fahrzeug. Also, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Video.